einem neuen Video hier vom Rosenhof. Wie ihr bestimmt schon seht, dieses Video starte ich hier am Rosenhof. Es ist noch morgens und heute ist ein cooler Tag, deswegen haben wir auf jeden Fall vor, euch mitzunehmen. Denn heute wird meine Nichte Jana zum allerersten Mal hier den Rosenhof sehen und uns besuchen kommen. Ich glaube, sie ist schon super aufgeregt. Ich bin es auch auf jeden Fall. Ich bin so gespannt, was sie sagen wird. Ich habe eine kleine Vorahnung. Ich glaube, sie wird begeistert sein. Sie liebt auch Pferde und Reiten. Sie kann es gar nicht mehr abwarten. Unsere Pferde kennt sie natürlich schon, aber sie war noch nie hier am Rosenhof und hat unsere Pferde hier noch nie am Rosenhof besucht. Deswegen wird es nochmal ein ganz, ganz besonderer Tag. Wir haben einfach das volle Programm mit ihr vor. Wir werden einfach mal komplett die Pferde versorgen, ausmisten, alles, was dazu gehört. Mal sehen, was sie dazu sagen wird. Und einfach ganz, ganz viel mit den Pferden kuscheln, mit den Pferden Zeit verbringen und ihr eine komplette Tour über den Rosenhof geben. Abonniert auch super gerne diesen Kanal. Einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken und dann verpasst ihr kein weiteres Video von uns. Ich werde mich jetzt einfach mal umziehen, in den Tag starten und später kommt Jana. Bis gleich. Guten Morgen. Morgen, kleiner Spirit. Hast du gut geschlafen, Engelchen? Und guten Morgen, Flöchchen. Die warten schon auf ihr Heu. Ich decke erstmal für ein Frühstück. Ich habe gedacht, heute machen wir Reihenfolge. Erst das Frühstück, also erst das Vergnügen und später dann die Arbeit. Ich habe nämlich Hunger. Yummy und noch mein Favorite, Camembert oder Brie. Ich weiß den Unterschied zwischen Camembert und Brie, aber ich finde beides lecker. Und Sarina sorgt für die Stimmung. Ich habe Hunger, können wir jetzt endlich essen? Jetzt fehlt nur noch das Gepäck. Ja. Haben wir vielleicht ein bisschen viel Gepäck gekauft? Schneidest du gerade mein Brötchen auf, weil ich Kaffee mache? Ja, damit du da schneller mit essen kannst. Oh, du bist süß. Ja. Sarina will einfach schnell anfangen, ne? Hallo, Flora. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Später wird ausgemistet. Den Spirit können wir gleich noch duschen. Duschen wir sie in warmes Wasser. Neun Putzsachen kommen zum Einsatz. Guckt mal. Ich habe mir letztens noch ein paar Kleinigkeiten mitgenommen. Ja, das nicht, das sind Schrauben. Aber hier, Striegel. Nochmal. Gemeinsam mit Jana haben wir Spirit geduscht und gewaschen. Das war übrigens seine allererste Dusche am Rosenhof. Ich denke, es hat ihm gefallen, auch wenn ihm zwischendurch ein bisschen langweilig geworden ist. Ich habe noch nie ein Pferd gemacht. Ich bin hier in die Küche. Deswegen haben wir Heunetze für die Ponys gestopft. Mir macht diese Arbeit eigentlich nicht so viel Spaß, aber zu zweit ist man wenigstens doppelt so schnell. Wir haben auch eine Kofferwaage, damit können wir dann abwägen, wie viel Heu das ungefähr ist. Weil man ja ungefähr berechnet, wie liegt das, damit hängt man das dann auf und dann steht da, dass das 2 Kilo sind. Das müssen wir jetzt mindestens 3 Mal am Tag machen. Heunetze stopfen. Findest du das lustig oder doof? Lustig. Die Waage? 1,3, geschätzt. Richtig gut. So viel bekommst du, willst du bekommst nicht 1,3 Kilo jetzt. Und du kannst eigentlich mit reingehen. Schade, wie jetzt schon. Wir können gleich so gehen. Hast du dich gewälzt? Oh, wie? Na toll! Wurde er schön geduscht und hat sich schon reingehen, bitte! Dann haben wir den Paddock für die Pferde vorbereitet. Wassereimerschleppen gehört auch dazu. Wasserexpress! Und jetzt werfen wir Flora und Spirit noch ihre Tarnumhänge über. Und dann kann es losgehen. Flora, Outfit anziehen. Nur Spaß, das ist eine Fliegendecke. Die soll Flora vor den lästigen Fliegen und Bremsen schützen. Also eigentlich irgendwie doch ein Tarnumhang. Und Spirit tarnt sich übrigens als Zebra.
Viel Spaß draußen, ihr zwei! Was noch dazu gehört, ist das Ausmisten. Aber sogar das hat Jana gerne mitgemacht und den meisten Spaß hatte sie mit der elektrischen Mistgabel. Die ist aber auch cool. Wir sind ein richtig gutes Dreierteam, oder was meint ihr? Die elektrische Mistgabel. Leisten. Voll Power. Voll gut. Macht dir Spaß oder blöd? Elektrische Power von Hand. Und immer, wo wir das Butter reingelegt haben, da gab es halt nur so Mini-Luken, wo wir das Butter genau in die Schale reintreffen mussten. Ich dachte, das Eis halt so klein, das macht ich lieber. Und ich dachte mir so, das ist keine Stocke. Es war halt echt ziemlich hoch oben. Es geht da was richtig hoch. Elektrisch, aber leicht. Würdet ihr gerne auch mal beim Ausmisten helfen? Schreibt den passenden Emoji in die Kommentare. Oft geht ganz gut. Ist aber komisch. Die elektrische ist ein bisschen lustiger. Ein Container. Genau. Aber das Brett ist cool. Ich habe ein bisschen Angst. So. Und jetzt ein Köpfler. Vollfüllen dauert lang. Und da sind wir auch schon wieder im Heulager. Diesmal um Heu für den Pelz vorzubereiten, damit die Ponys auch draußen etwas zu futtern haben. Da ist die Futterkammer. Bitte schön. Eine dreiviertel voller Schaufel von dem. So. So. Und von dem. Von dem. Ja, genau. Bisschen noch. Und stopp. Super. Hast du Flora das Bild gefangen? Ja. Okay. Verdient, aber gleich geht es wieder weiter. Okay, es wird schon langsam kühl, deswegen habe ich mir jetzt mal ein Hemd drüber gezogen und wir gehen mit den Ponys grasen. Spirits halt da. Oh, das war der perfekte Abschluss für Janas ersten Besuch am Rosenhof. Beim nächsten Mal bleibt sie vielleicht über Nacht und wir können gemeinsam den Rosenhof in der Finsternis erkunden. Wer weiß. Lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Danke. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.